Willkommen bei Benny und Steve. Da drüben ist Benny, ich bin Steve. Ich klinge heute einfach, weil ich ein bisschen erkältet bin. Und Benny mich zwingt, die Anmord zu machen. Er könnte das doch alleine machen, aber das will er nicht. Er will mich leiden sehen. So, deswegen, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute... Left Behind. Was das tut, weiß ich nicht. Wir kicken einfach mal rein. Auf geht's! Date January the 5th, 2006. You received a call from a potentially property seller. The mentioned property is quite affordable. So as a real estate agent, he seized the opportunity and proceeded to specify the... Okay. Also es geht darum, dass wir ein Haus verkaufen. Unser Eigentum, würde ich jetzt sagen, wegen Real Estate und so. Ja, wenn ich mir das Auto ankicke, wundert es mich auch nicht, Alter. Wir brauchen unbedingt Geld. 26. Februar 2006. 5.18 Uhr abends. This must be the place I was looking for. Oh, it's a beautiful place. Schön hier. The client did not provide me with a precise location of irgendetwas, keine Ahnung. He mentioned that this is a truly special building and curiosity about what he means by special. Am Fluss? Wir haben ein Haus am Fluss? Ja, das ist, dafür haben wir viel Geld bezahlt hier. So, steig mal aus. Meine Rost ist ja scheiß Lauri hier. Gibt's denn keinen Parkplatz auf der richtigen Seite? Naja, egal. Komm, ich steig aus. Achso, ich kann jetzt übernehmen? Nee, doch nicht. Das ist alles Katzi. Katzi. So, mein Kind, Biurik, den lasse ich jetzt hier stehen. Oh, der steht gut hier. Wunderbar. Komm. Okay. Wir laufen mal los. Wir können uns jetzt bewegen. Wir haben so einen wippenden Gang, Benny. Können wir hier ein bisschen spazieren? Und wir gucken uns jetzt ein Haus an, was uns der Makler da gegeben hat. Als super Sonderangebot, ne? He said that the house is somewhere around here. Ja, und wo? But where? Okay, ich folge einfach dem Pfad jetzt weiter, ne? Sieht also aber toll aus, muss ich sagen. So, wa? Mit den Sonnenstrahlen, die so durch den Wald, durch die Baumkronen fallen, finde ich toll. Gefällt mir gut. Ja, ist richtig. I really hope I don't come across any bears and any wild animals. Und wenn schlecht sie kommen, dann verkloppe ich sie mit meinen bloßen Händen, mit meinen bloßen Holzfällerhänden. Was ist das denn hier? Warum glitzert das so? Das ist ein Glitzerhaufen. Das ist ein bisschen Feenstaub, wurde da gelassen, Betty. Aber wo soll denn jetzt hier ein Haus sein? Also ich meine, ich folge weiterhin diesem Weg, aber... I'm curious about why the seller is deciding to sell this property. Ja, da bin ich mir auch etwas unsicher, warum man das verkaufen möchte. Hier, wenn man hier so gut mit dem Auto hinkommt. Ja, es hat so ein bisschen was von Mudrunner. Ja, tatsächlich ja. Wenn wir da sind, sehen wir auch aus wie Mudrunner. So, aber schön. Also ich würde es auch nehmen. Wa? So, somewhere in the nowhere. Finde ich ja großartig, ja. Wa? So, klar, im Tageslicht ist so ein Wald auch immer schön. Nachts ist das schon scheiß unheimlich. Ne? Machen wir uns das vor. Aber, also ich würde schon gerne ein Grundstück nehmen, wo ich auch mit dem Auto ranfahren könnte. Ach, das wird überbewertet. Du musst halt einfach bloß die Bäume da entfernen. Also, grundsätzlich ist ja da irgendwas da, auf dem wir fahren. I don't think this is the right way. Ach so, es ist nicht der richtige Weg, okay. Na gut, denn nicht. Aber man hat seine Ruhe, absolut, Oma, absolut. Okay, dann gehen wir ihm jetzt hier lang. So, das ist alles mein Wald nachher. Das ist alles mein Grundstück. Jawohl. Aber hier müssen auch Mücken sein ohne Ende, bei den Tümpeln hier, oder? Ja, das heißt. This is an excellent location for a property to develop. It's cozy and relaxing. Nun, hier kannst du dich schön mit deiner Angel hinsetzen und dir auf jeden Fall keiner auf den Pinsel. Wenn du Glück hast, hast du hier auch keinen Empfang. Wunderbar. Da vorne ist ein Zelt? Das ist wahrscheinlich das Haus, was versprochen wurde. Hold on a second. There's a campsite and things looks like some of the vegetables when someone else is here. Oh wait, there appears this und so weiter. Well, I can spend some time here while I'm searching. Okay, wir gehen einfach mal oben über die Brücke, würde ich sagen. Ouch, my head hurts in some reason. Shouldn't take a short nap in the tent before continuing. Okay, alles klar, dann kommst du mir jetzt kurz mal in dem fremden Zelt pennen. Start the fire and sleep. Schön. Okay. Also jetzt gehen wir einfach, jetzt legen wir uns einfach schlafen in irgendeinem fremden Zelt? Ja, genau. Warum?
Also. Einfach, weil wir können. Wir machen uns erstmal ein bisschen Feuer. We'll start the fire. Dun, 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 dun. Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen schlafen. So. Aber ein kleines Nickerchen. Nachti, nachti. Oh, haben wir aber ein bisschen lange geschlafen, würde ich sagen. Oh Gott. I'm all slapped. What time is it? Hast du keine Uhr dabei? Nichts? Nee, komm, Handy, irgendwas? Seine Taschenlampe dabei hat. Ah, wenigstens etwas. Ach du Scheiße. Fuck. I shouldn't go back to my car. It's so freaking dark. Ja, okay. Also ich weiß ungefähr, wo das Auto noch steht. Ich spreche den hier voll knarzig, Alter. Vielleicht ist das doch so ein Jüngchen. Fuck, it's very dark. I should go back to the car. Aber, warte mal. Der Weg ist nicht mehr derselbe. Es hat sich was verändert. Also der was? Anomalie! Anomalie! Ich komme nicht mehr dahin, wo ich hergekommen bin. Tja, na dann finde mal irgendwie. Find a way. Na, so eine Scheiße. Das ist aber Mist. Ich wollte eigentlich hier noch ein schönes Haus anschauen. Jetzt bin ich am Arsch. Richtig. Schon bin ich hier bei Blair Witch. Okay, warte mal, hier sind wir wieder auf dem Pfad. Also würde mal meine Hand für ins Feuer legen, dass du jetzt nicht zu deinem Auto zurückkommen kannst. Ja, wir gucken mal. What a foolish mistake to sleep in a stranger's tent. Ja. Na, kommt drauf an. Also, wer macht, also... Ja, ist okay. Eugen. Ah, ein Käuzchen. Was ist das für eine Raschel da im Busch? Das weiß ich noch nicht. That's a bit creepy, being here. All alone. Na, das ist schon ein bisschen unheimlich. So schön, wie der Wald auch aussah. Ach, guck mal, hier vorne ist die Dings. Guck mal, warte mal, hier ging es dann noch runter. Genau, hier ging es runter zu meinem Auto. Da hinten ist the tent. Hey. Hier nicht jetzt hier so rumrascheln. Resume my search for the property tomorrow, I suppose. Ja, also ich. Gott, Sevi, don't scream! Ah, das ist auch nur ein Käuzchen. Das ist das sogenannte Agro-Käuzchen. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Fuck! Ich wollte gerade das Mikrofon ausprobieren. Rotwild. Hello? Mr. Anderson, do you hear me? Meine Stimme wird mit einer Latenz mit rübergezogen. Ist auch nicht schlecht. Okay. Located your car. Oh, schön. Ist jetzt gerade die Alarmanlage angemacht, ja, Leute? Ja. Also, ich finde ja diesen Pferde so. Wait, where am I? Our container's the way back. But it didn't this building appear here. Es ist aber auch ein Riesengebäude. Wo kommt das denn auf einmal her? Das ist Altkolonialstil. Das muss so. Ich kann mein Auto nicht mehr an. Ich. Alarmanlage ist nicht mehr da. Aber ich muss sagen, ich stehe auf diesem Filter. Ich finde den wirklich echt verdammt gruselig. Okay, aber unsere To-Do ist immer noch zu unserem Auto zu kommen, oder? Ich würde erstmal sagen, ja. Also auch wenn wir jetzt das Haus gefunden haben, dieses riesen Monstrum von Haus. Naja, aber das wird doch jetzt nicht unser Aufgabe sein. Nee. Treffe den Makler. Das Auto ist aber auch wirklich jetzt... Da ist es. Da ist es. Wir haben es. Irgendwas sagt mir, dass wir jetzt nicht einfach wegfahren können. I shouldn't check the property first before leaving. Warum denn, Alter? Wieso? Ist doch jetzt nicht dein... Also wirklich. Mann, das macht doch keiner, Alter. Warum? Das ist... Ach. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Ich finde das schön, dass ich mich selber... Ja, wahrscheinlich macht er genau jetzt gerade... Genau das. Echt jetzt nach Hause. Dein Zukunft jetzt zu Hause. What of this is the property that the sellers was telling me about? Okay. Ja, pompös die Hütte, muss ich mal sagen. Klar, ein bisschen baufällig und runtergekommen, aber
Lass mich doch hier durch! Stein. Ah, hier haben wir auf jeden Fall eine Kette und ein Schloss. Und so drin sieht schon wieder so aus wie... Of course, it's locked. Hm, alright. Have a crowbar in the car. I should go and get it. Jetzt gehen wir wieder zurück, um eine Crowbar zu holen. Ich... Was ist denn... Was stimmt denn mit dir nicht? Ja, das ist halt... Backtracking. Oh, jetzt wieder den ganzen Weg. Vor allen Dingen, er sprintet nicht, ne? Also ich drück schon Shift die ganze Zeit. Er ist so der gemächliche Typ. Warum gehen wir nochmal im Dunkeln zur Property? Ich weiß es nicht. Junge, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist doch schlimm. Lauf doch hier hoch. Also wirklich, jede einzelne Zelle in mir würde sagen, go away. Immediately. Wo ist unser Auto? Hey Mann, wo ist mein Auto? Also wirklich? Ich kann auch nicht mehr die Alarmanlage betätigen. Oh Gott, where's my car? I swear I parked it here. I should go back to the building. Will er mich verarschen, Alter? Ey! Heißt es aber, dass, so kann man auch auf Spielzeit kommen, ne? Jetzt, wenn beim Haus bist, würde er sagen, vielleicht sollte ich doch nochmal schauen, ob das Auto da ist. Ja, wahrscheinlich mit Haar, ne? Also. Genau. So, hier sind wir wieder bei unserem Property. Aber der ist auch wirklich scheiß gruselig, oder? Benni, wie findest du das? Ich finde das, also ich auch mit der Mausbewegung, also dass ich da hier den Kegel, den Tasche. Ja, jetzt ist natürlich das Schloss weg, ja klar! Na, der rein ich, mit uns. Finde ich schon ganz geil. Also so, ne, mit diesem. Auch wenn das Movement hier gerade so ein bisschen für den Arsch ist. Achso. Na, das ist doch ein Krankenhaus, aber irgendwann verzickt er jetzt schon mal. Ja, ach, alle gekachelt. This place looks so old and creepy. I wonder how I walked past this huge building earlier. Wait. Es kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Haben wir die Demo gespielt? Nee. Und es kann aber sein, dass dieser Grundriss ist ja Baukasten, ne? Ja, aber... Warte. Wenn das so ist... Okay, es kann wirklich so sein. Scheiße. Er hat's. So, da lag doch ein Schlüsselchen. Ja, den nehmen wir ja auch mit. Nimm ihn. Hey, take it. Hey. Er nimmt sich. Kann ich hier irgendwie Schränke öffnen? Oh, nee. Oh, zum Glück nicht. Aber ich kann auch den Schlüssel nicht nehmen. Okay. Ja, wahrscheinlich muss er erst die verschlossene Tür dafür finden. Um festzustellen... Oh, I need a key. Okay, hier komme ich nicht rein. Sieht doch schlecht aus. Ja, verdammt. Okay. Ja, das sagt mir aber auch was. Ja, das sehe ich genauso, Oma. Also ich weiß auch schon, ja. Ich weiß nur, dass wir woanders gestartet sind und ja. Wir sind nämlich im Director's Office gestartet damals. Das weiß ich noch. Oh, da kommen wir auch nicht rein. Achso, guck mal hier, guck mal. Na, das Spiel ist aber definitiv nicht. Left Behind haben wir nicht als Demo gespielt. Nee. Ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß. Falls unsere YouTube-Kommentare jetzt mit dabei sind, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Na, eins war auf jeden Fall von Max Horror. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß zwar auch nicht mehr, wie es hieß, aber es war auf jeden Fall von Max Horror. Okay, hier nach oben kommen wir nicht. Habe ich ein Inventar? Kann ich irgendwo die To-Dos sehen, einsehen? Map. Inventar. Nein. P, Q, I. Escape. Okay. Nein. Also hier kann ich nichts machen. Aktuell. Wir können hier nochmal die Treppe gucken, bevor wir hier hochkommen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt... Hello? Is anyone here? Jetzt kann man auch ein bisschen mit Hall sprechen. Hello? Hello? Of course, there's no one here. What am I thinking? Hello. Hello. Redest du die ganze Zeit zur Entität? Ich rede einfach in-game. Also, ja. Aber ich kann hier auch nichts weiter machen. Do not enter without a mask. Only with a pass. In sector are the most violent patients without the permissions of the chief physician
Entrance is prohibited. Prohibited. Genau. The door must always be closed. Ja, dann. Okay. Aber ich komme. Also, ich kann nichts machen? Also, ich würde sagen, wir probieren uns nochmal irgendwie diesen Schlüssel da unten zu greifen. Okay. Let's do it! Oh Gott. Okay. Lampe aus ist keine Option. Aber ich kann nichts. Stevie, nichts kann ich. Nichts. Hm. So, wir müssen doch aber irgendwo jetzt da weiterkommen, irgendwie. Muss ja, doch irgendwas gehen. Eigentlich schon. Weil raus komme ich jetzt auch nicht mehr. Es gibt ja noch das Nebengebäude. Also es gibt ja noch ein Nachbargebäude. So wie es aussah. Mhm. So. Es lockt. Jetzt konnte ich mit dieser Tür interagieren. Okay, warte mal. Kann ich dann wenigstens mit der anderen interagieren? Hier hinten sind ja noch ein paar. Nein. Okay, mit der kann ich nichts machen? Kann ich mit der hier was machen? Nein. Okay. Gut, wir wissen, diese Tür ist jetzt versperrt. Aber wie habe ich das geschafft, damit zu interagieren? Ja, jetzt schaffe ich es ja nicht mehr, weil ansonsten könnt ihr mir doch jetzt auch nochmal sagen, Doors locked oder nicht. Oh Gott, ich mag sowas nicht. Gut, jetzt gehen wir nochmal runter, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt den Schlüssel aufnehmen können. Ah, jetzt geht's. I hope this key works. Das hoffen wir alle. Nee. Na, da hat sich das immer schön gemacht. So ein bisschen Kerzchen, siehst du? Ja. Ein Zettel geschrieben. Ein paar Tablettchen. Läuft. May candles glow and shadow near. Lights all gone. Darkness clear. In this corner's embrace, secrets unfold. Speak the words, let the tales be told. Tu qui oblitus est, nunc liber est. Tu qui oblitus est, nunc libre est. Entschuldigung bitte, bevor ich jetzt hier das Necronomicon zitiere und wir hier alle am Arsch sind, Alter, den letzten Absatz spreche ich nicht aus. Da bin ich abergläubisch. Warum denn? Das ging schon bei Ash in die Hose. So, ne, machen wir die Kerze an? Ja, achso, jetzt werden wir wahrscheinlich unten das Feuerzeug holen müssen. Oh. Oh, ey, was ist denn das für ein Backtracking-Game? It's a Backtracking-Game, oh yeah! Das ist ein Quatsch. Also, warum? I'd rather have some fluids still left. Ich hoffe für ihn, weil ich habe jetzt noch keine Fluid gefunden, also nach Benzin und so. Doch, beim Auto. Lass uns am Auto laufen. Oh, schön. So, dann können wir jetzt auf jeden Fall hoffentlich erstmal die Kerze anmachen. Zumindest eine. Zack. Okay. So, dann haben wir einen schönen Tablettenmix da vorne. Achso, jetzt soll ich das vorlesen. You can use the microphone when you sing so. Ach du Scheiße. Na dann, viel Spaß, Benny. Du musst das jetzt rezitieren. Dui qui oblitus es nunc lieber est. 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 Wow, hey, what's up with the light? Yeah, I don't know. So what's supposed to happen now? This is boring. We shouldn't go home. Warum hat er denn das überhaupt gemacht? Nee, einfach so völlig gelangweilt, so ein Satansritual irgendwie durchgezogen. Ach, das ist mir egal, ich fahr zu Hause. Bitte? What is this? Ist die Tür zugegangen? Die Tür ist zugegangen. Ist sie wirklich zugegangen? Nee, die ist doch noch offen. Ach so. Und die hintere? Ja, deswegen darf ich gerade mal gucken, ob jetzt hier irgendwas aufgegangen ist. Nee, hier nicht. Aber vielleicht hier unten. Ach nee, guck mal, der Ausgang ist einfach verbarrikadiert worden. Schön, schön, hey. Schön. Das ist natürlich auch was Schönes. Das kann ich mal so gut jetzt. Schön. Hello? Who did this? Hello? It's not funny. Joke.
It's not a funny joke, meine ich. Okay, also wir haben ja hier, ist ja eine Baustelle, ne? Also wir werden ja hier irgendwo ein Werkzeug haben oder was, oder wie, wo wir die Sache hier einfach mal wieder abnageln könnten, oder nicht? Abnageln? Naja, ne? Nägel ziehen und so. Na, du weißt, die Crowbar ist im Auto. Wo ist das Auto? Okay, hier komm ich nirgendwo hin. Okay, okay, okay. Überall Bettpfannen, Alter. Überall voll gesiffte Bettpfannen. So, das heißt, wir bräuchten im besten Fall ein Werkzeug. Also ja, Crowbar wäre nicht verkehrt. Wir können auch einfach so hier diesen, ja, diesen Malerroller nehmen oder so. Ich glaube eher tatsächlich, dass das auch so nicht gehen wird. Die dunklen Mächte, die wir jetzt hier beschworen haben, Benny, werden uns nicht gehen lassen. Wir haben nichts, also ich habe nur was vorgelesen aus einem Rezeptbuch. Du hast hier aus dem Necronomicon zitiert, mein Freund. Das stand da nicht. Mayo plus eine Seite. Hello? Who's there? Jetzt hat hier jemand eine Tür auf und zu gemacht. Das ist mir ein bisschen wenig Hall hier. Hello? Hä? Okay, die Tür ist es nicht. Können wir denn noch was im Badezimmer machen? Warte, ich will kurz... Ja, wir können noch mal kurz gucken gehen. Können wir da im Spiegel uns was anschauen oder so? Okay. Na, da kommen wir nicht so richtig hin. Also okay. Schon, aber... Hm. Wir kommen auch leider nicht hier dran vorbei. Ich würde ja gerne mal in den Schrank gucken. Da so hinten. Können wir einfach ein Bad nehmen? Ja, das sind die Notes. Aber was ist denn jetzt hier gerade auf und zugegangen? Hier ist doch, hat sich doch irgendwas bewegt. Oder ist einfach nur was umgefallen, umgestoßen worden? Das kann doch sein, dass der Schrank einfach umgekippt wurde. Nothing is here. Okay. Dann gehen wir wieder runter, würde ich sagen. Wo kommst du denn her? Hallo? Wo kommt ihr denn alle her? Warte mal, ihr wart doch auf der anderen Seite. Ja, kann natürlich sein, dass wir jetzt da hochkommen. Hallo? Wer bist du denn, Alter? Hallo, ma'am? Hallo? Ich sprich nicht mit ihm. Oh, hast schöne Augen, komm doch mal vorbei hier. Oh, hast schöne Augen, komm doch mal vorbei hier. Geh doch nicht weg! Geh doch nicht weg! Okay, wo ist hier hin? Ah, guck mal hier, gehört zum Director's Office. Ja, das war die Vorzahl noch mal Name. Oh je, der nächste Zettel. Ah, okay. I don't want to put myself through this. But I feel like I don't have any other choice. It seems like the right thing to do, at least for me. I hope I'm making the right decision. Oh dear Lord, please help me. Ach, guck. Ah. Der Bullenkutter. Human Psychologie. Okay. Dann machen wir doch mal hier mit dem Cutter. Zack. Wunderbar. Auf zum Essensbereich. Mensa, so, willkommen. Bin mal gespannt. Kommen wir jetzt hier rein in Ward Number 6? Nee, schade. Doch. Ach du Scheiße. Ach, gleich mal Cutscene hier, oder was? Okay. Hallo? Okay. Ha, schön hier. Da ist eine Kurbel oder irgendwas, wa? Mhm. Schulterschmerle. Kruzifix. Beil. Ich würde das Beil nehmen. Eigentlich. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich später wieder. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder hier fünf verschiedene Sachen triggern. Ah, okay.
The Surgery Room, das ist ja wunderbar. Schön. Mhm. Lass mich raten, Surgery Room ist da drüben? Nee, die Tür ist einfach offen. Oh. Wer bist du denn? Oh. What? What is that thing? Also, wegrennen ist aber auch nicht so seins. Nee, gar nicht. Oh Gott. Also wir sind nämlich auch super langsam. Ja. Also ja, unsere Spielfigur. Was hat er denn für eine Abkürzung genommen? What the hell just happened? Ich kann keine Taschenlampe anmachen. Yay. Ach, wunderbar. You want a doctor? Das mag ich ja gar nicht. We'll keep kann das sein, dass du tot bist? Ja. Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist aber fies gemacht, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, warte mal, hier kann ich wieder hoch, ne? Ja. Oh, ich sehe nichts. Das ist aber ein tolles Gimmick. Yay. Was? Was? Was war das denn jetzt? So ein Puppenkopf, der sich langsam zu dir gedreht hat. Ja, zum Glück habe ich das nicht mitbekommen. Bin ich hier? Geht's? Hallo? Ich will hier rein? Oh Gott, ich kann... Okay, vielleicht nicht da rein? Vielleicht hier rein? Aha. Ah, wir sind im Surgery Room. Ah. Yay. Das ist aber toll. I want to finish this. I've lost everything. I don't have anyone or anything left. Everyone and everything is gone. It's all up to me now. So perhaps this is the end. Maybe it's irgendwas. What if this is in the property? Was? Wie? Was? Ja, das ist ein... Hallo, ich bin hier! Hallo, ich bin hier! I need to ask for help. Help? Help? Hello, I need help. Hello, I need help. Ich sag mal so, wenn mich jemand so anspricht aus so einem Haus, würde ich nicht drauf reagieren. Ja, das ist, maybe it's truly over. Hello, please help me. Hello, please help me. Oh. Hello. 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 Is anyone here? Hello. Hey, up hello. Here. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. Where are you? Where are you? Hello? Hello? Geh weg! Geh weg! Okay, ich muss mich einfach fangen lassen. Oder auch nicht. What the fuck is happening? Wo sind wir denn jetzt? Wir wurden in den Untersuchungsraum gebracht. Ah, hey! Follow the stranger. Wir sind aber auch alle Hochleistungssprinter hier in dem Spiel. What is that thing? Wie? Hello? Oh, hello? Pass auf, nachher I need help? I need hey, help? Don't run. Wait a minute. Is that me? But how? Ach Gott, und wir sind diese... Nee, oder? Müssen wir jetzt nicht hier die Böse? Ah. Oh.
Was passiert? Where am I? What's really going on here? Ist doch scheiße, ja, was hier really going on? Renn ins Auto, weg! Really? Wo sind wir? Ich sehe nichts. Wo bin ich? Achso, ich bin ja schon hier. Hier einfach Richtung Licht, Benny. Hier ins Licht. Okay. Aber es sieht schon echt geil aus. Gefällt mir gut. Also meinst du, wir finden jetzt unser Auto wieder? Ja, ich hoffe doch, bitte. Ich drück mal H. Es passiert nichts. So, schade. Licht aus. Oh, Glühwürmchen. Oh, wir sind aber auch wieder so richtig unsportlich, immer noch. Wie im wahren Leben, Benny. Wie im wahren Leben. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt mal. Nimm doch mal erstmal ein. Estos Flacos. So, Gefühl kommen wir auch nicht wirklich näher, ne? Nee. Doch, da. Da ist er, Benny. Da ist er. Wo, was denn? Ich rieche den Rost unseres Autos. Achso. Ich dachte, du siehst schon wieder was, was ich nicht sehe. Außer, dass es super okay. Grell wird. Nur, wir gehen einfach ans Licht. The doctor informed me that I had overdosed on sleeping pills. Aha, wann haben wir die denn hier nochmal im Zelt oder wann? I'm not sure what I'll do now. My parents died in a car accident. Spielen wir eine Frau? I lost my job because I couldn't focus on work after my parents passed away. Nee, doch nicht. It's not my fault. I just can't accept that they're gone. And then my wife left me because I no longer had the money to support my family. Das ist aber auch eine tolle Frau. I miss them so much. My little daughter, her smile. A hug. Everything. I wish I could see them again one day. I wish I couldn't be with them again. Hard. Life is unfair, but it's even harder when you don't have anyone or anything left. Just be grateful for what you have today. I just can't accept the fact that I was left behind. Oh. Jetzt aber einen ganz schön bitteren Turn jetzt auf einmal um hier. Okay. Ich finde, die Musik passt gar nicht zu dem Spiel am Ende. Aber okay, ey, wenn euch das gefallen hat, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Gerne ein Abo da lassen, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und wir bedanken uns fürs Einschalten und bis dahin sagen wir erstmal Tschüss! Ciao!